So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen ein bisschen reden, beziehungsweise ich wollte einfach mal ein paar Dinge beantworten, beziehungsweise auf ein paar Dinge eingehen, die häufiger in den Kommentaren gestanden haben. Da hat sich einfach einiges angesammelt und möchte auch ein paar Fragen fachlicher Art beantworten und einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel um die Ohren. Es ist nicht so, dass mir die Videos ausgegangen sind, das sind mir auch nicht die Videoideen ausgegangen, sondern es ist jetzt seit längerem, war es nicht so, aber zurzeit ist es tatsächlich so, dass mir die Zeit zum Drehen ein bisschen ausgegangen ist. Ich habe noch ein bisschen was im Vorrat, aber da ich in letzter Zeit ja viele hochgeladen habe, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer. Und das erstmal so kurz, so generell. Aber wie gesagt, diverse Ideen und da kommt auch noch einiges. Und macht euch da, was dies angeht, bitte keine Sorgen. So, jedenfalls, was wollten wir denn ansprechen? Also, erstmal, da gab es ja das Tüxen-Video, ne? Also die Sache mit dem Wikipedia-Artikel zu meinem Großvater. Da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei allen, die da in irgendeiner Form irgendwas halbwegs Konstruktives dazu beigetragen haben oder auch was nicht Konstruktives, sondern eher ihr Mitgefühl mitgeteilt haben. Also auch das, vielen herzlichen Dank, das war toll. Also da bin ich wirklich begeistert vom Feedback, ja, auch vom Umfang des Feedbacks und das hat definitiv positive Spuren hinterlassen. Und nochmal ein besonders großes und extra Dankeschön eben bitte an die Leute, die dann tatsächlich da bei dem Artikel entsprechend tätig geworden sind und da ein bisschen dran rumgedoktert und ein paar Änderungen vorgenommen haben. Es liest sich doch jetzt erheblich angenehmer, als das eben vorher der Fall gewesen ist. Und so wie er jetzt ist, wären wir im Grunde, also so als Familie, auch durchaus zufrieden. Ja? Ich werde selber noch ein bisschen schauen, dass ich noch die entsprechenden zusätzlichen Quellen, die ich inzwischen aufgetrieben habe, noch gescannt bekomme. Und dann kann man ja sicher noch das eine oder andere ergänzen. Kann ich sicherlich hoffentlich zum Teil auch noch ein bisschen selber was machen. Ja. Also so viel jedenfalls an dieser Stelle. Und da ist der Akku auch schon leer und wir nehmen den nächsten. Das ging schnell heute. Ja, so, und jetzt beim Akku wechseln folgendes. Zu Wikipedia wollte ich noch sagen, nachdem eben jede Menge Kommentare dazu gekommen sind, dass Wikipedia ja als ein neutrales Medium jetzt nicht unbedingt gerade besonders neutral ist, vorsichtig ausgedrückt, und es sich eben nicht um ein neutrales Medium handelt, dazu meine Meinung kurz, beziehungsweise das, was ich jetzt innerhalb meiner begrenzten Zeit recherchieren konnte und wie ich damit weiter umgehen will mit dieser Erkenntnis. So wie ich das sehe, muss man bei Wikipedia ganz stark unterscheiden zwischen Ingenieursfachartikel, zwischen Artikeln zur Geschichte, zu Botanik, zu Physik meinetwegen, da kenne ich mich aber viel zu wenig mit aus, um das beurteilen zu können, und eben Artikeln, die politisch relevant sind. Ja? Sobald ein Thema nämlich politisch relevant wird, hat da bestimmt irgendwer ein Interesse dran, dass der Wikipedia-Artikel so oder so aussieht, nämlich zugunsten bzw. Missgunsten der einen oder anderen Partei. Und da jetzt auf diesem Planeten Mächte unterwegs sind, die sehr wohl sehr viel Geld und sehr viel Einfluss besitzen, wäre es einfach naiv zu glauben, dass bei so einem kleinen Online-Portalchen wie Wikipedia, wo jeder anonym Artikel verfassen kann, diese Tatsache nicht ausgenutzt wird, um da eben dann entsprechend Artikel auch im Rahmen irgendeiner politischen Agenda, völlig Wurst, wie die jetzt aussehen soll, zu manipulieren. Ja, das findet mit Sicherheit statt. Also da, Das ist jetzt wirklich, da muss man kein Verschwörungstheoretiker oder sonst was für sein, um auf diesen Gedanken mal zu kommen. Ja? Also das ist wirklich so naheliegend, da möchte ich definitiv denjenigen, die das angemerkt haben, beipflichten und sagen, klar, ja, das ist irgendwie echt nachvollziehbar. Aber ich persönlich habe kein Interesse daran, jetzt in irgendeiner Form in der Unsinn auf Wikipedia Aufdeck Community mitzumachen, beziehungsweise da ein Mitglied zu werden oder sonst wie. Dafür fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte jetzt ein Interesse dran, persönlicher Art,
einen Wikipedia-Artikel geändert zu sehen. Und das hat auch funktioniert, ne? Und möchte mich dafür nochmal ganz herzlich bedanken eben. Aber habe ich ja gerade schon getan. Und was die anderen Artikel angeht, da möchte ich mich nach Möglichkeit, so gut es irgendwie möglich ist, raushalten. Aber vielleicht für die Anwender, die da gerne Wikipedia eben weiterhin gerne nutzen, so wie ich auch, ja, und die vom Konzept von Wikipedia nach wie vor relativ überzeugt sind, so wie ich zum Beispiel, wir sollten vielleicht in Zukunft etwas mehr darauf achten, dass wir eben unterscheiden, ist das, was wir gerade lesen, möglicherweise politisch relevant für wen auch immer, jedenfalls jemanden, der genügend Macht und Einfluss besitzt, um da in irgendeiner Form dran tätig zu werden, ist das, was wir hier lesen, logisch konsequent. Und was man sowieso grundsätzlich immer bei jedem Wikipedia-Artikel und auch bei jedem sonstigen Artikel und bei jedem Zeitungs- und Schieß-mich-tot-Artikel, Online-Medien-Artikel, machen sollte, wäre eine gewisse Quellenprüfung und mal schauen, inwiefern denn hier eine zumindest einigermaßen vorhandene Sachlichkeit beibehalten wird. Weil in meinem Tüxen-Artikel, beziehungsweise nicht meinem, sondern meinem im Sinn von, den ich da dauernd zitiere und jetzt hier wieder rauskrame, ist es ja so, dass da wirklich ganz offensichtliche Sätze drin gestanden haben, die einfach nur Meinung des Autors darstellen und in keinster Weise jetzt so mit Quellen belegt werden können. Ein lexikonartiger Artikel muss natürlich so sachlich und neutral wie irgend möglich verfasst sein, wo man eigentlich im Idealfall wirklich alles, was da steht, mit irgendeiner entsprechenden Quelle belegen kann. Und sobald da irgendwelche Meinungen auftreten und irgendwelche blumigen Formulierungen, sollte man eben als entsprechender Leser sofort stutzig werden oder auch eben das Ganze dann besonders kritisch hinterfragen. Und das gilt sowohl für Wikipedia als auch eben für alles andere. Und ich denke, so werde ich da jetzt persönlich weiter vorgehen. Mir fehlt einfach die Zeit und die Energie vor allen Dingen auch und auch der Wille, jetzt hier als großer Wikipedia-Kritiker aufzutreten und zu versuchen, Wikipedia zu retten. Ebenfalls fehlt mir auch auf der anderen Seite die Kraft, der Wille und die Zeit, jetzt großer Wikipedia-Autor zu werden, bis ich dann selber irgendwelche Sichterstatus-Sachen erlangt habe und dann selber eben dazu beizutragen, die entsprechenden Artikel zu verbessern. Denn es ist schon richtig, dass man jetzt nicht einfach nur hingehen sollte, wenn man dann entsprechend die Zeit hat, und nur sagen, das ist scheiße, jenes ist scheiße, dies und das und jenes ist scheiße, Wikipedia ist scheiße, sondern möglicherweise wäre es dann auch eine Idee, genau das zu tun, worauf nämlich Wikipedia basiert, mitmachen. Ja? Das ist ja ein Mitmach-Lexikon und wenn man da nicht mitmacht und sich nicht Mühe gibt, da eben entsprechend die Dinge zu verbessern, was ja jeder kann, dann kann ich auch schon verstehen, dass der eine oder andere dann nicht ganz nachvollziehen kann, wieso man sich dann da furchtbar drüber aufregt. Na? Obwohl man doch die Möglichkeit hätte, da ganz aktiv mitzumachen und es aber nicht tut, weil man zu faul oder sonst was ist und dann die Qualität eben entsprechend kritisiert. Und daher möchte ich das an dieser Stelle auch schon dabei bewenden lassen. Ich bin nicht in der Lage zu beurteilen, inwiefern irgendein Personenartikel zu irgendeiner machthabenden Person in der Weltpolitik, meinetwegen, ja, inwiefern der beeinflusst ist. Das habe ich keine Ahnung. Woher soll das, kriege ich nicht raus als kleiner Mann im Wald oder in diesem Fall im Keller. Und ganz ehrlich, ich habe da auch kein großes Interesse dran. Zu den Mächtigen der Welt habe ich jeweils eine Meinung und klar, die ist natürlich durch das, was ich so lese, gucke, höre und so weiter und so fort beeinflusst. Aber ich habe einfach keine Möglichkeit, dass das irgendwie anders wäre. Ich meine, wie soll das funktionieren? Ich persönlich verwende für meine ganzen Videos etc. pp. Wikipedia meistens nur so als erste Inspirationsquelle, so für die ersten interessanten Daten. Das funktioniert im forstwissenschaftlichen Bereich auch immer ganz hervorragend. Die meisten Artikel sind wirklich super geschrieben, 100% sachlich. Und die Quellen, auf die verlinkt wird, die gucke ich mir dann nämlich auch meistens noch an. Ich gebe zu, nicht immer, aber bestimmt in 85% der Fälle. Das ist dann meist auch immer wirklich sehr, sehr, sehr korrekt. Und das sind dann auch eben entsprechend Quellen aus entsprechenden Fachpublikationen, die man einfach so kennt, bei denen man auch weiß, wenn man dann in der Materie drinsteckt, also auch nicht immer, aber fast immer, sind das auch Peer-Review-Magazine. Das heißt,
dass derjenige, der in dem entsprechenden Heft einen wissenschaftlichen Artikel verfassen kann oder im Rahmen des entsprechenden Hefts oder dem entsprechenden Verlag, der muss vorher eben entsprechend diesen Artikel durch ein Prüfverfahren gleiten lassen, wo dann andere Wissenschaftler, die in diesem Fachgebiet tätig sind, den Artikel lesen und gegebenenfalls vorhandene Fehler oder Unstimmigkeiten eben darauf hinweisen, dass es die gibt und dann gegebenenfalls den entsprechenden Artikel korrigieren lassen vom Autor oder der wird halt abgelehnt und dann wird er halt nicht in diesem entsprechend renommierten Fachmagazin entsprechend publiziert. Ja? Deswegen kann man sich ziemlich sicher sein, dass Zeug, was in Nature oder Science, um mal zwei ganz, 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 ganz große Wissenschaftsmagazine zu nennen, drinsteht, eigentlich derartig von der wissenschaftlichen Community geprüft wurde und so intensiv durchgekaut wurde, dass man das schon als ziemlich sicher ansehen darf. Ne? Und da gibt es auch noch ein paar kleinere Magazine, bei denen das ebenfalls so ist. Und all diese Prüfungsmaßnahmen etc. pp. Gibt es ja auch irgendwo im Selbstprüfvorverfahren auch auf Wikipedia. Aber das Problem sind halt wirklich so ganz kleine Artikelchen, die eben nicht viele Leute auf dem Schirm haben. Und dann kann sich da ganz schnell, wie im Fall Reinhold Tüxen eben passiert, irgendwas einschleichen, was politisch motiviert ist, bis es dann wieder irgendjemand merkt, der Interesse daran hat, dass es da nicht mehr steht, so wie ich jetzt. Und ja, ne, also Manipulationsmöglichkeiten sind da durchaus gegeben und klar, wir müssten uns mehr einbringen, aber ich habe die Zeit dazu nicht und daher möchte ich nicht mehr meckern, aber auch nicht mehr Positives dazu tun, weil geht nicht. Ne? Es ist ein gewisses Dilemma, sicherlich. Letztendlich muss ja jeder sowieso selber wissen, wo er seine Informationen entsprechend hernimmt. Ich denke, kritisch hinterfragen ist, egal bei welchem Medium, das Wesentliche, was ich jetzt mit diesem 10-minütigen Monolog zum Ausdruck bringen wollte. Jedenfalls habe ich kein Interesse daran, jetzt irgendwie bei irgendwelchen Aufdeckkampagnen auf Wikipedia oder sonst wie mitzuarbeiten. Ist mir alles ziemlich, ja, egal ist das falsche Wort, aber zu viel trifft es gut. Gut, mal einen kleinen Schnitt und dann kommen wir zum nächsten Thema. So, nächstes Thema. Nächstes Thema ist Verpflegung auf Tour. Das haben wir jetzt schon häufiger angesprochen, aber da gibt es immer mal wieder Kommentare. Repräsentativ für die anderen möchte ich jetzt, beziehungsweise eigentlich nicht repräsentativ, das war ja ein freundlicher Kommentar. Ja, also fühl dich bitte nicht angegriffen, falls du das jetzt hier siehst. Ne? Wirklich nicht. So ist das nicht gemeint. Einfach nur irgendein Beispiel brauche ich halt. Nämlich, jemand hat angemerkt, dass die Bundeswehr ja 3000 Kalorien pro Tag rechnet und dass es dafür bestimmt einen Grund gibt. Und Kommentare in dem Stil von wegen, du hast viel zu wenig Kalorien eingeplant für deine Tour oder 450 Gramm Essen am Tag, das ist ja viel zu wenig, damit kommt man ja gar nirgendwo hin. Oder nur 400 Gramm Essen am Tag, was regulär das ist, was ich tatsächlich eingeplant habe. Und wenn man dann noch erfährt, dass mein Frühstück eben aus ca. 125 Gramm Haferflocken bzw. Müsli besteht, mein Mittagessen aus etwa 100 Gramm Schokolade und Nüsse, und mein Abendessen dann eben respektive aus ca. 200 Gramm, bisschen weniger, 175 Gramm, Fertiggericht in Anführungszeichen, das man noch mit Wasser aufgießen muss, dann gibt es Leute, die dann nicht nachvollziehen können oder total entsetzt sind, dass man davon leben kann. Ja? Dazu zwei Anmerkungen. Erstens, das ist für einen begrenzten Zeitraum. Das ist nicht für immer. Ha? Und insbesondere diese lustigen Menschen, die tatsächlich darauf hinweisen, aber du brauchst doch mindestens 2000 Kalorien am Tag. Das ist so eine ganz grobe, durchschnittliche Empfehlung für den Durchschnittsmenschen, was der so durchschnittlich am Tag essen soll. Kriegst du weniger, kann es sein, dass du, je nachdem, was du für eine Physiologie aufweist, irgendwann an Mangelernährung leidest. Muss aber nicht. Es kann auch sein, dass es so Leute gibt, die tatsächlich aufgrund ihrer Physiologie, weil sie klein, schmal, leicht und sowieso super dünn sind, langfristig von 1200 Kalorien am Tag vielleicht auch schon leben können. Ja? Also so wirklich mini, mini, mini dünner Asiate beispielsweise. Ja, das könnte sein. Also da ist mit diesen 2000 Kalorien ist dann schon wieder zu viel. Wenn die so viel essen, werden die schon fett. Und es mag Leute geben, die immer noch abnehmen, wenn sie jeden Tag 2800 Kalorien essen. Und davon hinten und vorne nicht satt werden. Ja? Das mag es auch geben. Deswegen erstmal diese 2000 Kalorien, das ist wirklich so ein ganz grober Durchschnittsanhaltswert. Ja? So.
Das nächste. Ich habe ja gesagt, dass es man im Idealfall auf so einer Tour maximal so etwa 2000 Kalorien mitgeschleppt bekommt, wenn man 400 Gramm Nahrung mitnimmt und die durchschnittlich pro 100 Gramm eben 500 Kalorien hat. So, dann kommst du auf 2000 Kalorien. Aus meiner Sicht ist das für jede erdenkliche nicht Südpol-Expedition und vielleicht auch nicht Himalaya-Trekking auf einen K2 oder sowas, aber für jede andere Trekking-Tour ist das mal für einen begrenzten Zeitraum irgendwas zwischen ein paar Tage und 8 Wochen, sage ich jetzt mal grob, vollkommen ausreichend, wenn man das dann gewöhnt ist, das vorher mal ausprobiert hat und eine gewisse körpereigene Fettreserve mitbringt. Ja? Wenn man ohnehin schon ein Skelett ist, das eine Trekkingtour machen möchte, ja, dann braucht man tatsächlich die Kalorien, die man sich zuführen muss, für das Maß an Arbeit, was man an diesem Tag leistet, auch in Form von Essen mitschleppen. Ja? Soll heißen, wenn du null körpereigene Fettreserve hast, also über das absolute Minimum, mit dem du überhaupt noch leben kannst, hinaus. Nehmen wir einfach mal an, so jemand wärst du. Und jetzt willst du auf Tour gehen. Und aufgrund der Tatsache, dass du einen schweren Rucksack trägst und viele Kilometer machst, verbrauchst du am Tag ein gewisses Maß an Energie und sagen wir mal, das wären 4000 Kilokalorien. Und übrigens nochmal eine Anmerkung, wenn ich von Kalorien spreche, natürlich meine ich immer Kilokalorien. Ja, wir rechnen hier jetzt nicht in Kalorien. Kalorien, eine Kalorie, ja, ohne das K, Kalorie, ne? Das C, Entschuldigung. Und wir rechnen hier natürlich immer in Kilokalorien, ja, also wenn ich Kalorien sage, dann meine ich natürlich Kilokalorien. Das ist ja auch wirklich im Sprachgebrauch so verankert, dass das relativ klar sein sollte. Ich habe auch keine Lust, alles in Kilojoule umzurechnen. Natürlich wäre das korrekte physikalische Maß für die Energie, die in einer organischen Substanz, die man essen kann, enthalten ist. Aber da immer noch jeder Depp eben von Kalorien spricht und damit Kilokalorien meint, möchte ich mich dem einfach anschließen, damit ich einfacher zu verstehen bin. Ja, natürlich meine ich nicht, dass ich mit 2000 Kalorien ohne Kilo vorne dran irgendwie irgendwo hinkomme, ja, weil 2000 Kalorien sind gerade mal 2 Kilokalorien, das ist nix, ja, damit kommst du überhaupt nirgendwo hin. Also diese Anmerkung, ja, ein kleines bisschen gesunden Menschenverstand und dann sollte klar sein, was gemeint ist, oder? So, jedenfalls, wenn ich jetzt also sage, dass ich mit meinen 2000 Kilokalorien streng genommen eben entsprechende Trekkingtour wunderbar durchhalte und das schon vergleichsweise ganz gut viel Essen ist und ich auch schon Trekkingtouren gemacht habe, da hatte ich bloß 1800 Kilokalorien pro Tag eben entsprechend dabei, dann ist das jetzt keine wilde Vermutung und keine lustige Spekulation, sondern das ist eine Tatsache und das funktioniert. Und es ist nicht kein Zufall, dass diese lustigen Outdoor-Tracking-Gerichte von Track and Eat etc. pp. Davon ausgehen, dass du eigentlich 3 so Tüten am Tag frisst, eine Frühstückstüte, meinetwegen noch eine Mittagessentüte und eine Abendessentüte. Natürlich zahlst du dich dann dumm und dappig, aber mit solchen 3 Tüten kommst du dann lustigerweise auch auf maximal 1800 Kilokalorien oder irgendwie sowas. Ne? Also selbst die Hightech-Outdoor-Food-Industrie etc. pp. Nimmt nicht mehr Kalorien mit. Die kalkulieren auch nicht mit mehr Kalorien und kein Profi, der wirklich so richtig krass lange Touren macht, wird 3.000 bis 4.000 Kalorien an Nahrung pro Tag mit rumschleppen. Ja, das ist einfach was, es steht immer wieder in den Kommentaren, aber das ist einfach Unsinn, das braucht man nicht. Vielleicht habt ihr das Gefühl, wenn ihr mal ein Wochenende wandern geht oder was, dass ihr dann pro Tag ein Kilo Essen mitschleppen müsst. Das mag auch durchaus sein, weil ihr Hunger habt und so weiter. Aber der Hunger lässt ja auch nach. Und gerade wer ein bisschen dicker ist und der Meinung ist, er braucht das, weil er ja so viel Essen braucht etc. pp. Ich bin ja auch dicker als gut für mich wäre. Da mag man ja das glauben, dass man das braucht, aber das ist einfach nicht so. Das ist schlicht und ergreifend Biochemie bzw. ja, Biophysik, wenn man so möchte, und pro Leistung, pro Kilo Material, das du als Organismus Mensch durch die Landschaft schleißt, sei es jetzt eigenes Körpergewicht oder Rucksack, bzw. die Kombination aus beidem, brauchst du so und so viel Energie.
Es gibt da individuelle Unterschiede. Es gibt Menschen, die haben einen besseren Wirkungsgrad. Es gibt Menschen, die haben einen schlechteren Wirkungsgrad. Aber trotzdem, irgendwo beläuft sich der Energieverbrauch und auch je nach Strecke natürlich unterschiedlich. Für einen Tag Trekking mit schwerem, ja, also vergleichsweise schwerem Gepäck, also reguläres, klassisches Trekking, beläuft sich auf irgendwas zwischen 3.500 und 4.500 Kilokalorien. So, und die kann man nicht mitschleppen, weil dann müsste man mitschleppen pro Tag etwa ein Kilo Futter. Und das selbst dann, wenn man eben wirklich das effizienteste Futter mitnimmt, das es gibt. Und das ist dann dahingehend blöd, weil man dann ziemlich schnell eben ein Rucksackgewicht von 35 Kilo und mehr hat, wenn man mal 14 Tage unterwegs sein möchte. Und jetzt ist es so eine Sache. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, dann muss ich halt 35 Kilo schleppen, damit ich genügend Essen dabei habe. Aber ich habe selten, wirklich selten, außer so ein paar ausnahmekrasse Super-Ultra-Bergsteiger oder Super-Ultra-Athleten, irgendwen gesehen, der mit einem 35-Kilo-Rucksack noch irgendwo hinkommt. Ja? Und ja, die Bundeswehr hat das ja auch. Ja, aber die haben auch nicht unbedingt Spaß mit ihren 35-Kilo-Gepäck. Nein, haben die wirklich nicht. Das ist also schon nochmal so ein Argument. Immer dieses, ja, damals, früher haben wir das ja auch so gemacht. Ja, das mag ja sein, aber wenn du das früher nun mal eben so gemacht hast, okay, aber dann muss man sagen, hattest du Spaß? Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn du das früher die ganze Zeit gemacht hast, dann möchte ich mal gerne wissen, wie es deinem Rücken jetzt geht. Ja? Also so seit 30 Jahren. Und okay, seit 30 Jahren bin ich zwar auch Krüppel, aber vor 30 Jahren habe ich noch 35 Kilo in die Landschaft geschleppt. Es ist sicherlich keine dumme Idee, seinen Gelenken, seiner Wirbelsäule, seinen Bandscheiben etc. pp. Keine unnötig gigantischen Rucksackgewichte zu muten zu müssen. Ja? Und jetzt reden wir noch nicht mal von Ultralight, wir reden jetzt von Rucksackgewichten um die 20, 25 Kilo, was ich bei modernem Trekking heutzutage wirklich tatsächlich als Obergrenze ansehen würde, weil ich nicht einsehe, bei halbwegs brauchbarer, selbst bei nicht super teurer Ausrüstung, ist es möglich, mit einem 25 Kilo Rucksack 14 Tage wandern zu gehen, auch wenn man sämtliches Futter mitschleppt. Nur muss man halt wenig im Hinterkopf behalten, du kannst nicht ein Kilo Essen pro Tag mitschleppen. Beziehungsweise du kannst es schon, aber dann kommst du halt eben nun mal nicht weit. Und es ist einfach nicht notwendig. Und ich mache das jetzt seit 10 Jahren mit meinen 1800 bis 2000, ich habe sogar eine Tour gemacht mit 1600 Kalorien pro Tag. Das geht, verflucht nochmal. Ja? Das ist ja nicht so, dass ich mir das jetzt so eben aus den Fingern gesogen habe und jetzt einfach mal so tue, als würde ich das jetzt mal planen und komme nicht wieder, weil ich verhungert bin. Sondern das geht, natürlich geht das. Und nächstes Argument, ja, wenn ich abnehmen will, mache ich das daheim. Das ist einfach eine Frage der Einstellung, ja? Wenn ich in die Wildnis gehe, dann will ich da nicht Überfressungen haben, ne? Und ich will nicht die Wildnis erleben als Ort größten Luxuses, weil das ist sie nicht. Ich will in die Wildnis gehen und die Wildnis als das erleben, was sie ist, nämlich hart, ja? Und gegebenenfalls wirklich ungemütlich und kalt und nass. Und natürlich hat man dann da nicht ewig viel zu fressen dabei. Und das ist einfach wirklich eine philosophische Geschichte. Ja? Man kann natürlich auch nur Genusswandern gehen, das ist ja okay. Ja? Aber damit kommt man einfach in Wildnisgebieten nicht allzu weit in diese besagte Wildnis rein. Und ich denke, das Erlebnis von Leben an den Grenzen dessen, wo es überhaupt noch möglich ist, ist ein ganz anderes, wenn du ja gefühlt einen Anhänger mit Krempel hinter dir her schleppst. Also, und das ist wirklich überhaupt keine Frage, ob Ultralight-Tracking oder normales Tracking, das ist lediglich eine Frage von richtigem Wildniserleben im Sinne von, dass man auch auf was verzichten muss, dass man auch das Erlebnis, okay, hier jetzt abseits der Zivilisation, wirklich abseits der Zivilisation, ist das Leben härter. Hier kann ich nicht so viel fressen, wie ich möchte. Hier gibt es nicht jede Ecke einen McDonald's und ich kann nicht viel mehr essen, als gut für mich ist. Sondern, wenn ich es mir leiste, in sowas rumzulaufen und noch einen Zivilisationskörper besitze, dann muss dieser Zivilisationskörper halt so lange Fett verbrauchen, was er unnötigerweise mit sich rumschleppt, was der Körper eigentlich nicht bräuchte, bis er kein Zivilisationskörper, sondern ein an den Grenzen des Menschenleben möglichen sich aufhalten
Körpers dran ist. Na? So irgendwie. Der Satz war etwas kompliziert, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne? Jemand, der wirklich aus der Wildnis lebt und das langfristig, der schiebt nicht so ein Bäuchlein durch die Landschaft. Ne? Der schiebt überhaupt kein Bäuchlein durch die Landschaft und der hat wirklich einen derart effizienten Körper, dass er mit 1800, 2200 Kalorien am Tag auch tatsächlich auskommt. Und davon kann man wirklich leben. Also niemand, der da wirklich langfristig klarkommt, frisst 3500 Kalorien am Tag. Ja? Da musst du halt eben deine Lebensweise entsprechend anpassen, dass du damit irgendwie klarkommst, diesen Kalorienverbrauch decken zu können. Ja, irgendwie auf sowas wollte ich hinaus. Jedenfalls, es ist so ein kleiner Daueraufreger bei mir. Ich meine, natürlich, das muss man ja nicht machen, ja? Aber wenn ich eben meine Grönland-Videos mache mit der Planung für Grönland, das ist halt auch nicht Schwarzwald, Nationalpark, kleine Wanderung zum Wilden See, sondern das ist Grönland. Grönland mag nicht die krasseste Ecke des Planeten sein, aber ist erheblich näher dran als alles, was man in Deutschland so machen kann. Und da muss man halt einfach wirklich wissen, was man tut und was man vorhat. So, nächstes Thema. So, da es jetzt noch ein paar Leute gibt, die sehen das wahrscheinlich sowieso nicht, ich möchte es trotzdem mal erwähnen, die sich unter Grönland nicht so richtig was vorstellen können. Ich mache noch später, kurz bevor ich losfliege, wirklich noch ein paar Sachinformationen zur Insel, aber jetzt mal grob. Ja? Warum hast du kein Lagerfeuer? Da gibt's kein Holz. Die komplette Insel Grönland hat lediglich auf der Südspitze ein paar winzige Wäldchen. Die wachsen so furchtbar langsam, das ist einfach eine Riesenverschwendung und ein großer Frevel wäre, da irgendwelches Holz abzuhauen und zu verbrennen, nur weil man gerade als Tourist mal eben durchkommt, weil es einfach unglaublich langsam wächst. Je langsamer Holz wächst, desto wertvoller ist es. So. Was man noch tun könnte, wäre Torf verbrennen. Das geht nicht, weil du nicht trockenen Torf einfach so am Wegesrand findest. Es sei denn, es ist jetzt gerade eine wahnsinnige Dürre, dann könnte man theoretisch mit Torf heizen. Dann würde man dann bei einem Riesenrisiko eingehen, dass man den kompletten Torf der kompletten nächsten Umgebung, also sprich so 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 oder auch 50.000 Hektar, komplett an sich anzündet. Ja? Und dann gibt es einen gigantischen Flächenbrand. Also nein, nimm doch ein Hobo mit. Nein, es ist zwar richtig, dass man mit einem hocheffizienten Hobo, meinetwegen auch mit einem Holzvergaser, mit dem bisschen, was da an brennbarer organischer Substanz wächst, vielleicht sogar die Tour irgendwie hinkriegen könnte. Aber will ich nicht. Ja? Ich möchte gerne das bisschen, was der Planet noch an Urnatur zu bieten hat, auch in diesem Zustand bewahren und nicht zu meinem eigenen Komfort, weil ich irgend so ein fauler Drecksack bin, in Anführungszeichen, der einfach mal in die Natur geht. Oh, ich bin in der Natur, jetzt mache ich mal Zivilisation draus und jetzt verbrauche ich alles an Ressourcen, was hier irgendwie rumliegt, wie wir das schon seit Menschengedenken eben entsprechend tun. Genau sowas möchte ich bitte nicht machen. Ja? Dann, ja, verbrenn doch deinen Müll unterwegs. Nein, ich werde meinen Plastikmüll unterwegs nicht verbrennen und einen Klumpen geschmolzenen Plastikbrei in der unberührten Wildnis zurücklassen. Nein, vorher schleppe ich meinen Müll wieder mit nach Hause, weil das geht. Das kriege ich hin. Das funktioniert. Ja? Wenn du Gaskartuschen mitnimmst, die kannst du doch unterwegs vergraben. Ja, und dann sind die da bis in alle Ewigkeit irgendwo wirklich im letzten bisschen fast nahezu unberührter Wildnis, die wir noch haben, auf dem Planeten verbuddelt. Dann ist es keine fast nahezu unberührte Wildnis mehr. Also, lasst mich bitte mit irgendwelchen Ideen, wie man die Tour noch in Anführungszeichen effizienter gestalten könnte, indem man weiter die Natur ausbeutet, lasst mich damit bloß in Ruhe. Alles, was ich nach Grönland mitnehme, auf den Arctic Circle Trail, werde ich, beziehungsweise wir sind ja zu zweit, na klar, diesen entlang tragen und am anderen Ende aus der Natur auch wieder entfernen. Wir lassen da nichts zurück, mit Ausnahme von Fußstapfen, gegebenenfalls Einträge in Hüttenbücher, falls es Hüttenbücher in den entsprechenden paar Hütten gibt,
und ein bisschen organischer Substanz, weil hin und wieder muss man organische Substanz irgendwo hinterlassen, wenn man ein Säugetier ist oder ein sonstiges Tier. Das haben wir Tiere alle so an uns. Na? Und das sollte es gewesen sein. Ich möchte da wirklich so wenig wie irgend nur denkbar möglich an menschlichem Input in dieser Landschaft eben entsprechend hinterlassen. Ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ja? Man geht nicht in die Wildnis, also beziehungsweise früher hat man das gemacht, da ging man in die Wildnis und hat die Wildnis plattgekloppt und hat irgendwelche riesigen Gebäude hingestellt und schöne Straßen hingebaut und schon gab es eine Straße zwischen Nicht-Wildnis und Wildnis und was war der Wildnis dann? Nicht mehr Wildnis. Es gibt dazu auch hervorragende zeitgenössische Literatur. James Fenimore Cooper hat die Lederstrumpfsaga verfasst. Das ist ein Amerikaner und die Lederstrumpfsaga ist dahingehend bemerkenswert, dass sie zeitgenössisch, genau in der Zeit, wo sie spielt, auch geschrieben ist. Und er schildert da so quasi die letzten Waldläufer, die diese Bezeichnung definitiv verdienen, die letzten Trapper, die letzten Indianer, die eben... Ja, die eben noch wirklich in der Wildnis eben entsprechend ihr Dasein gefristet haben. Und man kann zeitgenössische Literatur, wie gesagt, es ist Unterhaltungsliteratur, es sind Romane, aber man kann da wirklich wunderbar herauslesen, wie sich das für die Leute damals schon angefühlt hat, dass sie wissentlich in den letzten Rest der Wildnis gehen, um quasi dadurch, dass sie da ihr Geld verdienen, die Zivilisation immer weiter in diese Wildnis vorrücken zu gehen, sehen. Ja? Weil diese Scouts, Trapper, Waldläufer und so weiter und so fort, ja quasi, das waren ja auch Weiße und die sind in die Wildnis gegangen, weil sie sich da irgendwo wohlgefühlt haben, weil sie der Zivilisation entkommen wollten, mussten aber damit leben, dass sie sie gleichzeitig eben vorangebracht haben, besagte Zivilisation. Und das ist ein Dilemma und ich habe das sehr gerne immer häufig gelesen, muss ich demnächst mal wieder, und das ist somit einer der hauptausschlaggebenden Gründe, weshalb ich wirklich, wann immer ich in eine Region, die die Bezeichnung Wildnis noch so im Ansatz, mindestens im Ansatz verdient hat, wirklich 0, überhaupt gar nichts an Zivilisation Scheiß da lassen möchte. So. Und auch nichts verbrauchen, bis auf das, was wirklich schnell nachwächst. Also heißt, ein paar Beeren pflücken. Natürlich, das darf man. Man kann auch den einen oder anderen Fisch angeln. Da gibt es die wirklich derartig im Überfluss noch. Ja, bitte mit einem ganz großen noch, dass man pro Person ein, zwei, vielleicht auch einen dritten Fisch, wenn man da 2 Wochen lang durchwandert, durchaus fangen könnte. Evelyn hat ja vor zu angeln. Ich glaube nicht, dass sie was fängt. Aber das ist auch noch in Ordnung. Es wäre auch okay, wenn du als Einheimischer deine Wanderung machst und dir geht unterwegs der Proviant aus und du bist nun mal ein Inuit und bist in der Lage, dir 5 Schneehühner zu schießen. Ja, dann schießt du dir 5 Schneehühner. Das wird den Schneehuhnbestand auch nicht völlig umbringen, in Anbetracht dessen, dass Grönland nach wie vor so viele Einwohner hat wie eine mittelgroße, noch nicht mal Großstadt in Deutschland, nämlich 54.000 oder was. Ganz Grönland, das ist eine gigantische Insel. Daher, da geht schon ein bisschen was der Nutzung der Natur. Bei der Nutzung der Natur muss man halt immer genau eine Sache beachten. Es gibt einen gewissen Überschuss. Jedes Ökosystem hat einen gewissen Überschuss. Ein gewisses Maß an Ressourcen, das man als Mensch aus dem Ökosystem entfernen kann, ohne dass das Ökosystem zusammenbricht. Je lebensfeindlicher ein Ökosystem ist, desto kleiner ist dieser Überschuss. Der ist zum Teil wirklich winzig. Und eigentlich ist er in vielen Regionen so winzig, eigentlich wäre er das, wenn wir nicht fossile Energieträger etc. pp. Benutzen würden, dass da überhaupt kein menschliches Leben eigentlich im biologischen Sinne als haarlose Affe möglich wäre. Ja, es geht nur durch Technologie. Und nur durch Technologie, die in den allerseltensten Fällen so nachhaltig funktioniert, dass sie den Lebensraum, in dem der Mensch da gerade schon wieder lebt, nicht langfristig zerstört. Ja? Und das Ökosystem kippt und wird zu irgendwas anderem. Es ist dann immer noch ein Ökosystem und der Natur als solche, die nicht wertet, ist es egal, aber es wird dann ein Ökosystem, das plötzlich gar keine Ressourcen mehr zu uns zur Verfügung stellt. Und nein. Also jedes Mal, wenn irgendwer auf die Idee kommt, ich könnte doch dies und das und sehr und jenes tun, um mir die Tour noch weiter zu erleichtern. Nein, es wird mitgetragen, was man mitgebracht hat und es wird wieder mit nach Hause gebracht, zu 100%. Mit Ausnahme von verdauten organischer Substanz, die man dann vor Ort natürlich irgendwo fachgerecht
entsorgen sollte. Sprich, schön tief verbuddeln, so tief wie halt geht, Permafrostboden. So, Schnitt.